Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es um einen weiteren Übersichtsplan und neben dem Übersichtsschaltplan geht es jetzt um den Installationsschaltplan. Und ich würde euch empfehlen, das Video über den Übersichtsschaltplan vorwegzuschauen, weil zwei, drei Sachen habe ich da einfach ein bisschen tiefergehend erklärt, das will ich jetzt hier nicht nochmal machen. Also ein bisschen fixer vorgehen, also ne, am besten vorweg gucken oder vielleicht im Anschluss und dann erklärt ihr es auch nochmal. Okay, also als erstes Mal, das habe ich oben auch nochmal drüber geschrieben, Installationsschaltpläne sind Übersichtspläne und zeigen die Schaltung in einfacher, einpoliger Darstellung. Also genau wie den Übersichtsschaltplan sind wir hier wieder in einfacher, einpoliger Darstellung. Und auch der Installationsschaltplan gibt keine Informationen über die Funktionen der Schaltung. Und wie schon beim Übersichtsschaltplan hatte ich ja da so eine, ja, mal eine Idee davon gegeben, wie so eine Schaltung in der Realität aussehen könnte und wie wir sie dann in einen Plan überführen. Und das bleibt ja dasselbe Beispiel. Also es bleibt wieder eine einfache Ausschaltung mit Schutzkontaktsteckdose. Und das wäre jetzt so die Anordnung, wie sie am Übersichtsschaltplan möglich wäre. Und hier beginnt nämlich der erste Unterschied. Man zeichnet die Sachen jetzt nicht so grob lagegerecht, also Lampen nach oben, Schalter, Steckdose nach unten und sowas alles, sondern, ich gehe mal einen weiter runter, man zeichnet jetzt in einen Grundrissplan, also in einer Grundrisszeichnung. Der Grundriss ist hier das Blaue, da sage ich mal ganz kurz was zu. Also diese gestrichenen, straffierten Flächen, das sind, ist eine Wand oder das sind die Wände. Das hier oben ist ein Fenster, dabei ist das erste Viereck hier. Der Rahmen, Scheibe, Rahmen, aber spielt für euch gar keine große Rolle. Dann wieder hier Wände und das hier ist für den Elektroniker wichtig, ist nämlich die Tür. Und dieser lange Strich hier, dieser waagerechte Strich, das ist quasi die Tür. Und dieser Viertelkreis, der hier ist, das ist der Weg, den sie so macht, wenn sie geschlossen oder geöffnet wird. Also stell dafür, wir schließen sie jetzt, dann würde sie genau den Weg verfolgen und wäre jetzt, wenn sie zu wäre, wäre das die Tür. Wichtig ist dabei also, dass ihr Schalter und alles, was so direkt von der, also ja, Schalter ist das Wichtigste, aber da sind manchmal auch Steckdosen, was direkt von der Tür aus bedienbar sein soll oder wenn direkt in den Raum geht, dass ihr es auf diese Seite macht und nicht auf die andere. Sonst müsst ihr einmal um den Raum rum und der Kunde müsste da den Schalter anmachen oder faktisch heißt, dass ihr das alles neu machen, ne? Und nochmal hier hinlegen. Also das Blaue ist der Grundrissplan. Und jetzt einmal ganz kurz zur Lage. Wir zeichnen jetzt die Schaltung also so hier rein. Also die Lampe in der Mitte des Raumes. Denkt daran, das ist hier quasi ja 3D. Also der Raum ist in Realität 3D. Wir haben aber hier nur zwei Dimensionen. Also ne? Das hier ist die Decke. Abzweigdosen. Da, wo sie wirklich hinkommen. Hier ist die Zuleitung. Dann die Leitung an der Wand lang. Auch gleich für die Zeichnung, die wir gleich machen. Bitte nicht in der Wand zeichnen, sondern immer so ein kleines Stück weg von der Wand. Wir können dann über die Verlegeart klar machen, wo die Leitung in Wirklichkeit liegt. Und aufpassen, der Schalter ist ja irgendwie, sag ich mal so, keine Ahnung, in der Hälfte des Raumes, von der Höhe gesehen. Also geht es hier ein kleines Stück erst nach oben, das ist das kleine Stück hier, und dann oben an der Wand lang zur Abzweigdose und hier oben an der Wand lang zu dieser Abzweigdose. Die ist wieder optional und dann runter zur Steckdose. Aber ihr seht auch, dass diese Leitungslänge zwischen Steckdose und Abzweigdose nicht maßstabsgerecht ist, ne? Müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, also so könnte diese Schaltung, die von oben, die ich im Übersichtsschaltplan schon genutzt habe, so könnte sie in einer Grundrisszeichnung angeordnet werden, damit man eine grobe Vorstellung hat, warum gleich genau diese Symboliken da überall auftauchen. So würde ich sie ganz gern später installieren. Jetzt gehen wir runter. Ja, ich brauche eine ganze Runde, ja. Also das Erste, was wir machen, ich habe es ja oben mal drüber geschrieben, die Position der Betriebsmittel durch genommene Symbole festlegen. Also, mal ganz kurz. Wo soll was hin? So, mal runter. Also, der Grundrissplan, mit dem geht man manchmal auch zum Kunden. Und dann sagt der Kunde, ich hätte ganz gerne Schalter und ich hätte hier oben ganz gerne die Lampe und eine Steckdose. Dann kann man das da schon genau hinzeichnen. Ihr zeichnet aber beim Kunden vor Ort sicherlich noch nicht die ganzen Kabel ein, also Leitungen um genau zu sein und die Abzweigdosen, ne? Zuleitung könnt ihr euch vielleicht auch schon klar machen. Das hier unten. Also man kann diese Positionierung mit dem Kunden besprechen und das sollte man auch. Wenn es nicht irgendwie ein Fertighaus ist, das sowieso klar ist, dass er genau das genau so haben möchte, wie es da vorgegeben ist. Und
die Schalter werden immer, oder alle Elemente werden so gezeichnet, wie sie zu der passenden Wand sind. Also ihr seht, der Schalter liegt auf der Seite, weil er soll ja an dieser linken Wand später mal angebracht werden. Und die Steckdose liegt auch auf der Seite, weil sie auf dieser rechten Wand angebracht werden soll. Sonst kann es theoretisch auch Verwechslungen geben. Also guckt so, dass ihr die immer so, als wenn ihr vor der Wand stehen würdet, die dann auch, also lagegerecht zeichnet das Symbol, ne? Sonst könnt ihr nämlich diese Linie auch gar nicht zeichnen. Sonst wäre jetzt der Strich, der Anschluss der Steckdose oben. Und, ja, zeigen Betriebsmittel lagegerecht, habe ich hier oben geschrieben. Also da wirklich, wo sie hin sollen, werden sie dann auch hingezeichnet. Mit Ausnahme, man zeichnet sie ein bisschen von der Wand weg. Also, ne, nicht direkt hier hinzeichnen, auch die Leitung. Trotzdem wissen wir, aha, in Wirklichkeit ist natürlich genau an der Leitung dran. Und meist maßstabsgetreu. Naja, das ist wichtig, wenn ihr, keine Ahnung, ganz viele Leuchtstoffröhren an der Decke anbringt. Und der Raum würde in Wirklichkeit vielleicht nur so groß sein, dass zwei Leuchtstoffröhren so neben, also hintereinander passen und vielleicht nur drei nebeneinander. Und wenn ihr dann nicht die Symbole in halbwegs groß, also in der richtigen Größe zeichnet, oder das mindestens mal nicht beachtet, dann könnte man ja hier so 20 in eine Reihe machen und nochmal 20 untereinander, aber der Raum gibt das gar nicht her. Also das meint das. Und das ist ein bisschen auf die echten Raummaße aufpasst. Maßstabsgetreu meint jetzt nicht, dass das exakt die Größe der vorhandenen Steckdose im Verhältnis zum Raum sein soll. Aber manche Sachen, da macht das Sinn. Ja, wir haben mit dem Kunden besprochen. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Also die bestehenden Betriebsmittel werden wieder einfach durch unsere genormten Symbole ersetzt. Leuchte, eine Abzweigdose, ein Ausschalter. Hier oben Schutzkontaktsteckdose, Abzweigdose. Und die Leitungen werden eingezeichnet. Natürlich, ich habe das jetzt wieder im Hintergrund, die echte Installation, die werdet ihr natürlich nicht sehen. Das dient jetzt nur so ein bisschen der Veranschaulichung. Ne? Dann, wie bei den Übersichtsschaltplänen auch, als zweites beschriften wir unsere ganzen Betriebsmittel. Da habe ich ein Video zu gemacht, welcher Buchstabe zu welchem Betriebsmittel gehört. Und ihr seht, manchmal muss man so von dem, wie man das gerne durchnummerieren oder durchbeschriften will, abweichen, weil oben nur wenig Platz ist und daneben geht's nicht und so. Dann als nächstes, kriege ich beides drauf, naja, wieder Leitermaterial, Leiterquerschnitt und Anzahl der Adern eintragen, also auch wieder hier. Leitermaterial ist hier oben meine NIM-J-Leitung, die ist aus Kupfer, wie gesagt, das Kupfer ist hier doppelt gemoppelt, weil sie nichts anderes gibt, aber man macht das, weil es eben auch Adern gibt, die zum Beispiel aus Alu sind, ne? Dann 1,5 Quadratmillimeter, das heißt, alles was ich hier verlege ist NIM-J3, 1,5 Quadrat, so. Und ob das 3 oder 4 oder 5 oder 7 mal 1,5 ist, das mache ich wieder, wie im anderen Video schon erwähnt, indem ich so schräge Striche auf die Leitung mache und ranschreibe, wie viele Adern genau diese Leitung hat. Wenn ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau versteht, wie man auf diese Anzahl der Adern kommt, das muss man natürlich, also entweder mit ganz viel Erfahrung oder man muss die Stromlaufpläne passend gezeichnet haben und kann nachträglich das hier einzeichnen. Also wenn ihr jetzt da an der Stelle vielleicht noch gar nicht wisst, so, oh, wie ist, geht das? Da kommen auch noch Videos. Also in meinem Fall werden überall 3x1,5 Quadrat verlegt. Nächster Schritt. Raumart und Leitungsverlegung. Beim Grundriss oder beim Installationsschaltplan, um genau zu sein, gibt es eine Besonderheit. In aller Regel weiß man, was das für ein Zimmer ist. Denn das Haus oder wird ja in der Regel geplant, sonst habe ich den Grundriss ja nicht. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Kinderzimmer ist, dann ist das klar, es ist ein trockener Raum. Dann kann man sich hier oben jetzt neben den 1,5 mm Quadrat Klammer T Klammer irgendwie auch sparen. Das wird doppelt gemoppelt. Und man weiß auch, wo die Küche hinkommt und wo das Bad hin sein wird und was die Kellerräume sind. So dass man da üblicherweise es da oben nicht schreibt. Ist aber auch nicht falsch. Und als letztes die Leitungsverlegung. Man könnte jetzt ja meinen, sie sind alle Aufputz, weil ich sie ein bisschen mit dem Abstand zur Wand gezeichnet habe. Das dient aber der Übersicht, weil blaue Leit, also jetzt der Grundriss ist blau. Das habt ihr aber im Grundriss natürlich normalerweise nicht, in der Zeichnung normalerweise nicht, das ist ja eine Kopie. Und dann wird damit schwarz reingemalt, naja, wird unübersichtlich. Deswegen zeichnet man trotzdem die Leitung ein bisschen von der Wand weg. Vielleicht gar nicht so weit, wie ich es jetzt hier habe, das liegt daran, weil ich auch die Betriebsmittel natürlich dann ein bisschen von der Wand weg haben wollte. Und dann macht man wieder das Symbol, dieses schräggelegte E oder wie man es auch mal nennen möchte, also das Zeichen für die Verlegeart. Und die Leitung ist jetzt relativ zu meiner Wand, das soll die Wand sein, also ich vielleicht nochmal hier oben, gucken wir auf die Wand drauf. Das ist die Wand, wie ich sie anfassen kann mit der Tapetenseite. Die schrägen Dinger sollen den Putz symbolisieren und dahinter liegt die Leitung. Also von da gesehen kommt erst die Wand, dann der Putz, dann die Leitung.
Also meine Leitung liegt unter Putz. Und wenn ich, ups, nicht ganz so. Und wenn ich jetzt meine Schaltung im Hintergrund einfach mal ausblende, dann seht ihr, so würde der Installationsschaltplan tatsächlich aussehen für dieses, für diesen Raum, ne? Und ihr müsst euch irgendwie also klar machen am Anfang, wo sind die realen Betriebsmittel? Und wenn ihr die so ein bisschen vom geistigen Auge habt, ersetzt ihr die einfach durch genormte Symboliken. Ja, und dann kann der Installateur, also wenn ihr das dann gemacht habt, und entweder macht ihr es natürlich selber oder jeder andere, kann nach so einem Plan einen Raum installieren. Da geht es nämlich noch gar nicht so darum, wie die Schaltung funktioniert. Aber er weiß schon genau, wo er Leitung zu verlegen hat. Er weiß, wo er einen Schalter zu verlegen hat, an welcher Stelle. Ne? Und dann kann man schlitzen, fräsen, senken und all sowas schon machen nach so einem Plan. Und ein guter, also wenn ihr natürlich erfahren seid, gut ist jetzt sehr relativ, aber wenn ihr erfahren seid, dann kommen immer Stromlaufpläne nicht mehr, dann installiert man auch wirklich hier nach, ohne weitere Hilfen. Okay, das soll es schon gewesen sein für den Installationsplan, also Installationsschaltplan, muss ich genau sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.